Das ist jetzt genau dieses Kommen und Gehen. Es reißt ab, das kommt, das Internetnetz spielt in dich Sachen ein. Du hast keinen Einfluss drauf. Das ist das erste große Geheimnis, wenn ich sage, setz dich jetzt, wenn du an dich denkst, denk dich nicht als ein sterbliches Säugetier mit all dem, was du bisher gedacht hast, was du bist und wie Welt funktioniert, sondern du denkst jetzt, ich bin ein träumender Geist, der ist auch was Ausgedachtes. Und es sind diese einfachen Metaphern, ein Pinsel malt ein Bild. Er schreibt ein Gedicht. Alles, was geschrieben wird, was gemalt wird, ist ein Dasein müssen. Ein träumender Geist träumt, alles, was der träumende Geist träumt, ist ein Dasein müssen. Die geträumten Sachen können sich nicht raussuchen, wie sie geträumt werden, und jetzt setze für Träumen einfach denken. Egal, was du denkst, egal an was du denkst, wo du das hindenkst, es ist hier und jetzt deine Information, die nur in dem Moment existiert, wenn du es denkst. Es wird von dir erschaffen. Du bist der Schöpfer für all die Gedanken, die du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und es sind deine Informationen und du bist der Einzige, der das zu sehen bekommt. Und ich sage jetzt nur vorneweg, wenn du recherchierst, das Wort Ehe kommt ja von dem Wort Ewigkeit. Und die Ewigkeit als Ding an sich ist nicht irgendetwas, was du bisher dir ausgedacht hast von einem Urknall, den du dir in die Vergangenheit denkst, weil man dir das erzählt hat, habe ich gehört. Nochmal, die Menschen, die in deinem Traum auftauchen, als Säugetiere, als Körper, sind Affen. Es sind geistlos, nachäffende Affen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du musst irgendwann den Punkt bringen, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich wiederhole immer den Satz, wer ist schuld? Was bedeutet Schuld? Ich mache es einmal ganz einfach. Schuld, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und jetzt haben wir schon wieder unser GE-Quadrat. E-Quadrat in der Einstein-Form ist die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich das schon wiederholt habe, diesen Satz. Wer hat's gemacht? Der Geist ist diese Macht. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, der sich das ausdenkt. Und warum denke ich mir das aus, was ich mir ausdenke? Jetzt sage ich einfach mal, ich stelle die Frage an den Computer und ich gehe jetzt mal davon aus, der Computer wäre Geist und ich frage den Computer, warum ist jetzt auf deinem Bildschirm das, was jetzt auf dem Bildschirm ist, warum kommt aus dem Lautsprecher raus, das, was aus dem Lautsprecher rauskommt? Und wenn der Computer Bewusstsein wäre, dann sagt er, weil jetzt in meinem Arbeitsspeicher genau dieses Programm und diese Daten sich befindet, dass diese Vorstellungen, diese Äußerungen in Form von Bildern und Geräuschen und Gefühlen, da ist jetzt alles, was prinzipiell in dir auftaucht, in mir aufbaut. Im Anfang ist das Programm. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und da benutze ich normalerweise mein Schwammbeispiel, den konntest du dir nicht rausholen. Du findest in dir einen gewissen Intellekt vor und der zwingt dich, gewisse Sachen, die in dir auftauchen, die von dir selber ausgedacht wurden, als logisch anzusehen und andere Sachen wieder als unlogisch. Gewisse Sachen als richtig anzusehen und andere Sachen wieder als nicht richtig anzusehen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht in deinem momentanen Leben, das du erlebst. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt, so nenne ich das. Die ist so massiv voller Fehler. Aber schon so extrem, dass ich nochmal sage, es ist mir ein leichtes, jeden 13-Jährigen, und ich bleibe jetzt extra auf dieser Bröselsprache, ich spreche natürlich immer nur mit dem Geist hinter der Maske des 13-Jährigen, ich äußere damit auch das, dass der Intellekt eines 13-jährigen deutschen Kindes, das in einer normalen Schule, Hauptschule oder wie man das jetzt nennt, Grundschule durchlaufen hat, dass dieser Intellekt komplett ausreicht, zu erkennen, dass all deine Elite, deine Politiker will ich jetzt gar nicht reden, da kommen wir dann gleich dazu, da bringe ich Beispiele, all deine Physiker oder religiösen Menschen, deine Pfarrer, hochgradige Schwätzer sind, Lügner sind, die aber wiederum gar nicht anders sein können, wie du dir die ausdenkst. Du hast dir die bisher bloß einseitig gut und vielleicht gescheit und weise ausgedacht und in dem Moment, wo du wirklich selbst zum Denken anfängst als Geist
und nicht nur das nachdenkst und nachäffst, was man dir erzählt hat, sondern dass du dir mal die Frage stellst, stimmt das überhaupt? Kann das überhaupt so sein? Kann das überhaupt so gewesen sein? Dann wirst du von mir inspiriert und du wirst erkennen, dass niemals irgendetwas in der Vergangenheit war. Die historischen Fakten, die schauen wir uns dann auch gleich an. Sollte nicht wieder dein Internet abreißen, deine Verbindung zu mir. Ich bin immer da. Ich könnte jetzt raumzeitig lesen, wenn diese Internetverbindungen abreißen. Dann ist für euch der Udo weg. Jetzt ist er weg, sagen die dann immer. Ich sehe dann die Pixelmännchen, ich rede jetzt mal als bloß Udo, jetzt ist er weg. Interessanterweise, dass ich über Minuten die Leute noch beobachten kann. Ich kann das auch erklären, weil ich nämlich den Download bekomme in der Internetsprache, aber nichts uploade. Nichts in euch hineinlade. Ich lasse euch wieder in euren eigenen Vasall drin hängen und dann sind wieder große Fragezeichen da. Es ist der Kontakt zu UP, zum innersten Kern abgerissen. Ihr meint wieder, ihr müsst euer Wissen von außen holen. Aber wie sieht jetzt das aus in dem Moment, wo ich weiß, dass ich träume? Das ist die Kleinigkeit. Ich mache das so hinkingerecht. Wir haben ja zwei Seiten. Wir haben einen riesen, einen unendlichen Komplex an Wissen, der ist in dir drin. Den darfst du nicht reduzieren auf die wenigen Kleinigkeiten, die in deinem Schwamminhalt, in deinem Arbeitsspeicher, in deinem Intellekt du zurzeit vorfindest. Das ist diese, ich nenne mal dieses unendliche Füllwissen und dann eine extreme Vereinfachung, das ist Solo-Feeling. Dass ich die überkompliziertesten Sachen so erkläre, dass ein 13-Jähriger das versteht, was komischerweise die ganze Elite deiner Welt noch nicht verstanden hat. Mhm. Das sind diese zwei Seiten. Und ich sage nochmal, ich bin UP. UP ist jetzt nicht dieser Mensch, den du dir ausdenkst, das ist nur ein Gedanke, der ist nicht das Pixelmännchen. Das sage ich immer dazu, aber ich bin es trotzdem. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Darum sage ich, sagst du mal, ich bin du. Du denkst dir das jetzt aus. Und jetzt verlass einmal diese Seiten des Ausgedachten und das, was jetzt in dir drin ist, dass ich der bin, der dich das jetzt träumen lässt. Ich bin dein Sandmännchen. Jetzt, wenn man natürlich noch weiß, dass der Sand im hebräischen Cholla, dass das auch das Weltliche heißt. Und die Welt wiederum wie doppelt aufgespanntes E, die hast ein polarer Rand. B, wissen wir, ist der zweite Buchstabe, das ist die Polarität im Rand, das ist die Welt einer Gedankenwelt. Das habe ich ja tausendmal wiederholt. In diesen Sprachfeinheiten im Hebräischen, in der Fachsprache, will ich mich ja jetzt nicht verlieren. Du hast so viele hunderte von Selbstgesprächen und tausende von Seiten in Büchern, die so geistreich sind. Holo-Feeling überragt alles, was deine Menschheit weiß um geistige Welt. Und da das rein geistig ist, hat es auch nichts zu tun mit einer Sekte, wo du eintreten könntest oder mit irgendwelchen Geld verdienen, dass es dich Geld kosten würde. Es würde dich dein jetziges Leben kosten und du kriegst ein neues dafür. Das ist meine Sache mit dem Haar. Wir verändern auch nichts an dem, was auftaucht. Meine Welt der Puzzlestücke, mein Beispiel. Wenn ein Puzzlestückchen aus der Einheit herausgenommen wird, darfst du das nicht verändern, wenn du es zurücklegen willst. Wenn du es veränderst, passt nicht mehr, dann entheiligst du dich. Das ist dieses Kontinuum im Hintergrund und genau genommen wird nichts herausgenommen. Es wird, du fokussierst dich in diese Struktur hinein. Ich spiegel das Ganze immer und immer wieder. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, das Wissen deiner gesamten Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Und dass ich der bin, liegt nicht nur in den Namen UB. Es sind tausendfache Sachen in der Holo-Arithmetik, habe ich dieses Kürzel angefangen in den Religionen von den Upanishaden. Ich weise das immer wieder bloß hin. Bis hin, jetzt rede ich als Brösel Udo. Nicht nur, dass ich ihm, ich sage einfach mal hier mein Geburtsdatum, das ich mir ja als Brösel nicht raussuchen konnte. Wenn du das in ein Jupiter-Quadrat einsetzt, dann kriegst du in allen Variationen den UB. Dass ich dir dann auch erklären kann, Geheimnisse der jüdischen Kabbala, aber nicht nur, auch das ganz, egal in welches Wissensgebiet wir reingehen, ich werde dir zeigen, dass alles ganz anders ist, wie die Leute dir das erzählen. Die Astrologie, Astruo, das heißt nicht nach außen gestreut. Du musst einfach wieder zurückgehen in die Worte und die historischen Fakten, von denen man dir was erzählt, ist so geistloses Geschwätz. Ich sage immer das Wort historisch. Und jetzt mache ich eine Geschichte, vielleicht gehen wir ganz kurz rein hier. Der Geist, der zurzeit mit dem Nadia-Programm arbeitet, mit dem habe ich jetzt normalzeitlich chronologisch gesprochen, über 3 Stunden nur das griechische, das altgriechische Wort historisch angeschaut. Und dann wirst du mit Entsetzen entdecken, dass das Wort historisch, und ich gehe in ganz normale Wörterbücher,
nicht das Geringste mit irgendeiner jetzt ausgedachten Vergangenheit zu tun hat. Und Fakten, nochmal, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und du kannst nur das überprüfen, was jetzt da ist. Cut! Das ist das, wenn ich das auch. Und jetzt schau, was jetzt da ist. Siehst du jetzt Menschen? Wie sieht es aus, wenn du nicht dran denkst? Dann siehst du Menschen, wenn du auf einen Monitor klotzt. Du gehst immer in die Vergessenheit. Du willst es nicht wahrhaben. Du willst nicht wach werden. Die Welt, die du im Wachzustand erlebst, ist so komplett anders. Es ist wie innerhalb der Matrix und außerhalb der Matrix. Du bist jetzt in Matrix 1 in meiner Symbolik, in der Gebärmutter, Gebermutter. Das ist die Matrix und dann wirst du, kommst du raus in die Matrix 2, das ist eine Traumwelt. Das ist dieser Neo hier, der angenabelt ist noch. Und der Narbe spielt dir Daten ein, die nur in deinem Kopfkino zu sehen bekommst. Das ist das Symbol des träumenden Geistes. Das ist These, Antithese und dann kommt die Synthese. Das ist nur das, wenn du aus der Matrix rausgehst, du abgenabelt wirst, ich bringe dir das Schwert. Und dann meinst du, du läufst als Brösel, als ein Brösel unter vielen Bröseln in einer Welt rum. Du läufst, du bewegst dich keine Millimeter von der Stelle. Du bist immer hier und jetzt. Und nochmal, das Wort historisch hat mit Vergangenheit zu wenig zu tun, wie das Wort Mathematik mit Rechnen. Da bin ich tausendmal drauf eingegangen und du wirst jetzt feststellen, jeder normale Mensch, jetzt ist schon wieder die Frage, denkst du bei dem Wort Mensch an einen Adam, an einen träumenden Geist, an ein Gotteskind oder denkst du bei dem Wort Mensch an ein sterbliches Säugetier? Einen Satz, wenn du verstehst von mir, wenn ich immer sage, dein Leben, das du durchlebst, vom Säugling bis zum Greis. Du bist nicht einer dieser ausgedachten Körper, sondern du bist der Geist, der das Leben durchlebt. Es ist wie wenn du ein Buch liest. Vom Anfang bis zum Ende, sobald du das Buch zuklappst und in der Hand hast, ist jede Seite, jedes Wort, alles ist jetzt. Bis du anfängst, es abzurastern, aber jetzt haben wir wieder jetzt, jetzt, jetzt. Und das bedeutet historisch. Wir können uns das gerne anschauen. Wenn ich jetzt das aber mache, nochmal, in deiner Vorstellung von Langsamkeit des Denkens, du wirst nämlich feststellen, ein bewusster Geist denkt mit Lichtgeschwindigkeit. Du bist das Licht, das sich nur mit Licht bewegt und Licht ist eine Transversalwelle. Und mit all dieser Erkenntnis, wenn ich jetzt in Physikvorlesungen reingehe, das, was ich ja immer wieder ansatzweise mache, nicht nur, dass das Schwätzer sind, sondern dass ich dir zeige, dass es stimmt, obwohl es nicht stimmt, was sie erzählen. Du musst bloß immer jeden Moment wissen, was ist jetzt da und wie interpretiere ich das, was ich höre? Wie interpretiere ich ein Wort? Ich denke mir jetzt eine Zeit, vor 20 Jahren habe ich immer als Beispiel tausende Male das Wort Krebs benutzt. An was denkst du bei dem Wort Krebs? An was denkst du bei dem Wort Toni? Oder an dem Wort Peter? Und du wirst feststellen, du lebst zurzeit in der Welt deine Interesse. Da haben wir schon das Wort Interesse. Interesse. Da müssen wir jetzt gleich wissen, jetzt ist das in lateinische Wörter esse ein Riesenkomplex. Und jetzt kommt dies, wenn ich sage, du musst, wenn du nicht in der Lage bist, aus jedem Wort mindestens ein 400-Seiten-Buch zu machen. Indem du dir jedes Wort extrem genau anschaust, in Maßsetzung dessen, was dann in dir auftaucht, in Form von Wörterbüchern. Dass du meinst, ich wüsste, was der Toni ist. Helene hat eine klare Vorstellung. Ihr Toni, den sie sich ausdenkt, ist ja eine Riesendatei. Was kannst du uns alles über den Toni erzählen? Wie lange wart ihr verheiratet? Wir reden jetzt wieder raumzeitlich bröselig. 56 Jahre. Wenn du 56 Jahre verheiratet bist, da gibt es viel zu erzählen. Aber all das, was sie erlebt hat, dieser Geist, der jetzt das Helene-Programm laufen hat, das war alles schon in ihr drin, bevor der Film begonnen hat. So wie jedes Bild, das in dir auftaucht, schon da ist, bevor es auf dem Bildschirm auftaucht und es ist auch noch da auf der Datei, wenn es weg ist. Ja. Was sich dabei nicht verändert, ist der den ständigen Wechsel erlebt. Das ist das neue Weltbild, das ich dir anbiete und du kannst jetzt das wird, um das nochmal zu wiederholen, es wird niemals irgendetwas existieren, der das verstehen können. Kein Affe, kein Gehirn, kein Gott, auch ein Gott ist was Ausgedachtes. Das ist das Spiel mit Rot und Blau. Und wir schauen jetzt einmal den Zwiespalt an, wenn ich immer reingehe hier und ich mache das so mit den Fingern. Dieses Aufspreizen der Finger, was eigentlich eine Gedankenwelle ist,
Diese Kleinigkeiten erkläre ich jetzt in dem Selbstgespräch. Nicht das Drehen, dieses Jetzt, alles, was ist es jetzt, ob wir in der Vergangenheit oder Zukunft denken. Du denkst es dir irgendwo hin, du stellst es dir vor, du denkst es dir aus. Ich erzähle dir jetzt etwas, das hat mit der Zahl zu tun. Und das Geheimnis ist die Vordersprache. Und die hat nichts zu tun mit Physik. Es ist das Betriebssystem, das Programm, eine Programmstruktur, wo du hyperrealistische Träume erzeugen kannst. Das ist das, was du jetzt in dem Moment erlebst. Und der, der dir das erklären kann, der dir das schenkt, dieses Leben schenkt, muss dir eins klar sein, dass der mit Sicherheit kein Geld von dir will. Das Problem, euer Geld, euer Gott, eure Verlogenheit in der Welt, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben festgestellt, in dem Moment, wo du irgendetwas denkst, entsteht in dir eine Information. Du denkst dir jetzt vollkommen geistlose Politiker aus. Oder einen guten oder einen bösen Putin. Der wird natürlich für dich so sein, wie du ihn dir ausdeckst. Und du regst dich jetzt gnadenlos über diese Typen auf. Ist das nicht dumm? Ist es nicht unendlich dumm, dass zuerst einmal die Sachen, die du hier und jetzt in dir erschaffst, zum Beispiel diese geistlosen Politiker, dass die sich ja gar nicht raussuchen können, dass du sie jetzt in dem Moment, wo du sie denkst, als Information in dir erschaffst. Die sind nämlich hundertprozentig sicher jetzt bloß ein Gedanke, den du denkst. Übrigens aufgrund dieser Worte, die jetzt ein Reizauslöser sind, wenn du das jetzt machst, du musst es ja nicht machen und die Worte einfach so ungedacht stehen lassen, aber schon die Worte sind ja schon etwas, eine Information in dir. Okay, ich denke mir jetzt voll Deppen aus, sage ich in meiner Damensprache und ich bin total entsetzt über so viel Dummheit in der Welt. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich glaube, dass ich mit dem, was ich denke, nichts zu tun habe. Das wiederhole ich immer wieder. Du hast es noch nicht verstanden. Selbst wenn du jetzt 20 Jahre lang, jetzt natürlich gedacht, Todo Feeling studiert, hast du das in deinem Alltag, musst du dir eingestehen, du vergisst es immer wieder. Diese einfache Erkenntnis. Du denkst dir Volldeppen aus und regst dich gnadenlos auf, weil die so dumm sind oder so korrupt oder so böse oder was auch immer sind. Die können sich doch das gar nicht raussuchen, dass du die jetzt denkst und dass du dir die so denkst, wie du dir sie denkst. Merkst du, das ist Unbewusstsein. Dann denkst du dir gescheite und gute Menschen aus. Für die gilt aber dasselbe, das ist bloß die andere Seite gespiegelt. Die Spiegelung ist unseitig wie ein Guter oder ein Mächtiger, den du dir ausdenkst. Der ist nur dann, wenn du ihn denkst und er ist mächtig, weil du dir denkst, dass er mächtig ist. Sondern jetzt denk an die Riesenpalette der weißen Menschen der Vergangenheit, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Ich behaupte, dass jeder dieser Menschen, der Philosophen, der Heiligen, Jesus, Abraham, Buddha, das sind jetzt nur Geräusche, sind Worte, im Anfang war das Wort. Und wenn du jetzt aus dem Wort eine Vorstellung machst, steht und fällt diese Vorstellung, was du aus dem Wort machst. Wenn du das Wort nicht kennst, sagst du, das kenne ich nicht, entsteht auch keine Vorstellung, dann ist zwar das Wort eine Existenz in dir, eine Information, aber du tust die nicht interpretieren. Und das ist in dem vorhergehenden Selbstgespräch, und nochmal vorhergehen meine ich nicht nicht chronologisch, sondern hierarchisch aufbauend wie in einem Hochhaus. Du sitzt auf deinen Erfahrungen und machst immer wieder neue Erfahrungen. Das ist jetzt, wenn man das in die Transversale macht, hat es nichts mehr mit Vergangenheit und Zukunft zu tun. Das ist übrigens hochinteressant, wenn wir Physikvorlesungen lesen, dass du merkst, die äffen alle nur nach, die wissen überhaupt nicht, was sie sprechen. Ihr wird die vollkommene Geistlosigkeit dieser Figuren bewusst, die du dir ausdenkst. Und dir muss klar sein, in einem Traum, wenn irgendwer auftaucht, gleichgültig, ob du den jetzt sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille hast oder ob das nur ein Nachrichtensprecher oder irgendein Video ist, ein Pixelmännchen auf deinem Monitor ist, weil du dir irgendein Video, ein Lebensberatevideo anhörst, wie du glücklich wirst, die Depper weinst, die Dollys, wie sie alle heißen, oder jetzt der Udo Petscher, den du dir jetzt zuhörst. Es sind einfach nur Gedanken in deinem Kopf, die sind nicht da außen, die sind hier und jetzt. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Das Einzige, was ich will, dass du dir bewusst machst, was du glaubst. Du musst dir bewusst machen als Computer, was für Regeln und was für Daten benutze ich zurzeit in meinem Arbeitsspeicher oder befinden sich in meinem jetzt ausgedachten Arbeitsspeicher, der diese Bilder, diese Vorstellungen und diese zwanghaften Reaktionen und Interpretationen in mir auslöst.
Ich bleibe jetzt immer noch im Bereich deines ganz normalen, einfachen Wortverständnisses. Das ist vollkommen neu, schon diese Ansätze sind vollkommen neu. Und jetzt ist das, ich merke, und jetzt rede ich wieder bröselig, so wie du es gewöhnt bist, dass wenn jetzt eine längere Zeit Holofilling studieren, dann gibt es welche, die sagen, ja, wenn der Wörter auffächert, wenn der Wörter auffächert, was macht das Pixelmännchen eigentlich, wenn du ein Video anschaust? Das sind alles Vorstellungen. Du bist der Einzige, der das erlebt. Das interessiert mich nicht, da komme ich nicht mit, da spule ich dann meistens vor. Das ist, es ist wie wenn ein Kind sagt hier, ja, wenn die hier von Sex reden und Zungenkuss, ah, das ist eklig, da will ich nichts damit zu tun haben. Weil der die Reife nicht hat. Andere wiederum sind extrem fixiert, wenn ich Physik erkläre. Oder andere wiederum die reine Arithmetik, die Geometrie, du wirst dich wundern, auch deine ganzen Mathematikprofessoren sind absolute Vollpfosten. Ich mag es immer, wenn einfach, es sind Gedanken, die du denkst. Es sind einfach nur Gedanken. Und Gedanken, die du denkst, sind so, wie du sie dir denkst. Und ich mache jetzt eigentlich nur ein Gleichgewicht. Bisher waren für dich das extrem Gescheite, in dem Wort gescheit steckt das Wort geschieden schon drin, weil jeder dann trotzdem, die zerstritten sind und jeder meint, er ist besser und er wüsste was, auch bei den Philosophen. Du kannst ja nicht Bindu schon nachlesen, also ich alle Philosophen der von dir jetzt ausgedachten Vergangenheit. Jeder für sich in der Philosophie sein absolutes Kleinod. Immer dran denken. Alles, was in dir auftaucht, ist extrem wichtig. Die kleinste Kleinigkeit ist extrem wichtig. Es ist nämlich ein kleines Puzzlestück von dem unendlich großen heiligen Ganzen, das sich in Form eines Kontinuums, eines lückenlosen Zusammenhangs in der Einheit befindet. Und egal, was für ein kleiner Moment dir auftaucht, es muss ja auf dem Arbeitsspeicher drauf sein, sonst könnte es ja nicht auftauchen. Das heißt, es ist eine winzige Facette vom heiligen Ganzen, und ich will nichts vernichten, sondern ich vervollkomme. Jetzt ist aber, dass das heilige Ganze viel, viel unvorstellbar für dich größer ist, wie das, was du zurzeit zum Denken benutzt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dein Intellekt, dein zum Denken benutztes Wissen im Vergleich zum Wissen der Menschheit, die du dir ausdenkst, ist ein absolutes Nichts. Und ich sage jetzt nochmal, das Wissen deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, ist ein Nichts im Vergleich zu dem Wissen, das ich in dir freischalte, wenn du mir vertraust. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nie geistig von unten nach oben. Und ich meine das hierarchisch. Und ich habe so kindgerechte Beispiele, dass jeder 13-Jährige das nachvollziehen kann. Mit seinem kindlichen Intellekt. Diese Sache, ich wiederhole nochmal. Wenn du in der Stufe deines Daseins, deines Traums auf der Seite 6 bist und du kommst in die Schule, dann kannst du sprechen. Zumindest eine Sprache. Und wenn du gut erzogen bist, ich rede jetzt bewusst raumzeitlich in deiner Logik, dann sprichst du ein relativ sauberes, fehlerfreies, grammatikalisches Deutsch oder ein Dialekt, bayerisch, fränkisch, ist vollkommen wurscht. In Maßsetzung deiner Erziehung sprichst du dann ein perfektes Fränkisch oder Bayerisch oder Hessisch oder Hochdeutsch mit einem minimalen Wortschatz. Aber du kannst Deutsch mit den Regeln. Schau doch, wenn der gut erzogenes Kind hat, einen 6-Jährigen, unsere Helene hier, diese ältere Frau, die du dir aufgrund des Pixelmännchen ausdenkst, die war ihr Leben lang hier Lehrerin und viele, viele Jahre am Schluss Schulrektorin. Stimmt oder stimmt? Und jetzt ist es ganz einfach so, dass wenn jetzt dieser 6-Jährige ein Geschwisterchen bekommt, dann kann der ganz stolz sagen, ich bin ja schon so gescheit, ich lerne ja schon lesen und schreiben. Der Kleine, der macht ja sogar noch in die Windel. Das Kind schaut von oben nach unten. Es ist wohlgemerkt, das löst jetzt, versteht die Metapher. Aber jetzt machen wir da 7 Jahre drauf. Wir sagen jetzt, du kommst in die Pubertät. Was denkt ein 14, 13, 14, 15-Jähriger? Was denkt der von einem, der gerade in die Schule kommt? Der ist ja so blöd, der kann ja nicht mal lesen und schreiben. Kommt er sich nicht unendlich gescheit vor? Ich erkläre das immer und immer wieder. Im Vergleich zu dem 6-Jährigen? So, und wenn du jetzt angenommen, du wärst jetzt 25 oder 30, was denkst du von einem 13-Jährigen, 14-Jährigen? Ganz nebenbei, deine gescheiten Politiker reden davon, dass sie hier das Wahlrecht runtersetzen wollen, der 14. Das heißt, eine Stimme eines 14-Jährigen, wie ich dann, das ist so und, dass ich gleich Cut mache, vergiss es, das sind jetzt Worte und du denkst dir was aus, das will ich gar nicht mehr denken. Danke. Das will ich gar nicht mal, was da rausgesappert wird und jetzt wohlgemerkt. Immer wieder dran denken, du hörst jetzt nur Worte.
Was machst du aus den Worten? Die Vorstellungen, die jetzt im Hintergrund mitlaufen, die du dir vorstellen kannst. Es sind deine Gedanken. Also hör auf, dich über das aufzuregen, was du selber draus machst. Jetzt kommt das Geheimnis von Holofernik. Wir können das natürlich fortführen. Was denken wir jetzt, wenn du mal in die Wechseljahre gehst, wenn du 60, 70 warst? Was denkst du dann von einem 40-Jährigen? Wir haben das Thema gestern gehabt. Gestern GE² ist ein Stern. Stern, Star. Astro. Nicht ausgestreut. Hier und jetzt gedacht. Da war das hier so kleine raumzeitliche Udo-Geschichte aus dem Leben, wo ich dann immer wieder sage, das ist 47 Jahre her. Und dann sage ich immer wieder für mich, also 40, 45-jährig ist für mich wie ein Kind. Aber wie sieht es aus, wenn du 13 bist? Was ist dann ein 45-Jähriger für dich? Egal ob männlich oder weiblich, alte Frau oder alter Mann. Das ist immer die Frage, von welcher Seite schaue ich das an? Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Du lebst in der Welt deine Interpretationen. Und du kommst nicht weiter, solange du das erste und das zweite Gebot bringst. Mach dir kein Bild von dir selbst. Selbstverständlich, dass du an dich denkst, du kannst dir das ja gar nicht raussuchen, weil dein Programm schreibt dir das ja vor. Ich sage immer, der logische Mensch ist wie eine Maschine. Du fährst auf den Gleisen deiner Logik und baust Vorstellungen auf deiner Logik. Wo liegt eigentlich dann die Freiheit? Kennt ein Computer Freiheit? Kann ein Computer was verstehen, wenn jetzt deine Professoren an den Universitäten hier plötzlich von künstlichen Intelligenzen reden und die sind irgendwann einmal gescheiter wie mir? Wo denn liegt eigentlich die Gescheitheit, die Geschiedenheit? Die Geschiedenheit liegt in der Welt der Vorstellungen, der Unterschiede. Und wo liegt die Einheit, wo liegt das Heilige? In dem einen träumenden Geist, der sich all die Sachen ausdenkt und vor sich hinstellt und das an ihm selber, die alle aus ihm kommen, jeden Gedanken, den du denkst, egal wo du dir was hindenkst, es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information und du bist der Einzige, der das jetzt sieht. Das ist einmal das, was ist. Und dann kommt diese ganzen Streitereien. Bei Holofeeling geht es in keinster Weise um richtig und verkehrt. Es ist richtig und verkehrt, ist wie rechts, links oder oben, unten. Ich mache so kindgerechte Beispiele in Form von Fragen, dass ich sage, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Und du wirst feststellen, das ist eine absolut doofe Frage. Darum wiederhole ich das. Und man kann das komplexer machen. Ist eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder ein Badezimmer? Du musst das Prinzip einer Kollektion verstanden haben. Es ist übrigens alles in deinen Büchern drin, in den Philosophiebüchern der Weisen. Wenn du ich bist und du bist ich, momentan natürlich jetzt in einer Vergessenheit, weil du dich ja verwechselst, ein Buch, du bist eine ganze Bibliothek und du verwechselst dich, du hast ein Buch in der Hand und du verwechselst mich mit dem Hauptcharakter, mit dieser Person, mit dieser Lebensgeschichte, die in dem Buch beschrieben wird. Es ändert nichts dran, das ist immer, wo ich sage, das JCA ist vor dem Bücherregal, das J, das steht hier für den Christus, Jesus, dann kommt das UB, das steht für UB 86 El Ayom, für den, das Meer, der immer ist. Und das I dahinter, das kleine I, wir haben ja IJ, 9. Buchstabe, 10. Buchstabe in unserem Alephbet. Das ist Jupiter. Das ist Ich bin du, du bist ich. Da müssen wir jetzt die Sachen mit den roten Ichs kennen. Wir machen einen vollkommen neuen Ansatz, einen Cut, wo ich immer wieder sage, ein vollkommen neues Betriebssystem, das vollkommen neue Möglichkeiten bietet und das geht jetzt schon mit der Vordersprache. Du könntest das jetzt schon anwenden. Du müsstest nur jeden Moment dir bewusst machen, was ist jetzt da und du müsstest wissen, du wirst im Meer als immer seiender Geist, immer nur mit deinen eigenen Gedanken werden, das heißt mit deinen eigenen in dir selbst aufgeworfenen Informationen konfrontiert. Und wenn du das verstanden hast und jetzt dieser kleine Ansatz, die zwei vorhergehenden Selbstgespräche, ich muss immer sagen, die drei, die vier, die bauen ja alle aufeinander auf, hierarchisch. Du kannst ja ganz am Anfang anfangen. Ich höre immer wieder dasselbe jetzt als Brösel unter Brösel. Ich habe mir jetzt die Selbstgespräche von 2000, alte Kassettenaufnahmen angehört, von 99. Du hast ja damals schon alles gesagt. Oder jetzt das Nicken hier bei einer Nadja, das Pixelmännchen, denk mal an der Nadja. Eine Nadja kriegt nichts mit. Du bist der einzige Geist, der das erlebt. Die Sache ist immer wieder, mit welchem Programm arbeitest du zurzeit? Es ist immer derselbe Computer. Ich symbolisiere den Geist mit einem Computer, der ewig ist, ein Bewusstsein, in dem sich was abspielt. Ab, UB, Gott. Spielt in sich selbst, mit seinen Sohn. Das Requiem lesen, einer der Selbstgespräche. Die sind ein Kleinod.
Und dann kann ich jetzt nur sagen, die sich mit Holofeeling beschäftigen, seit teilweise 25 Jahren, 20 Jahren, 17 Jahren, die hier diese Grundwerke und die Beiwerke, die du finden kannst, die Holofeeling-Grundwerke, das sind diese acht Offenbarungswerke, die Hauptschriften, sehr einfach in Schwarz-Weiß, und dann bauen die aufeinander auf, bis dann die farbigen Schriften kommen, Wiedergeburt in Jahwe, Jahwes Liebespiel und so weiter und so weiter, die sind so komplex zwischen den Zahlen. Das überragt alles an menschlicher Weisheit, ohne irgendeinen kleinen Spritzer an Wissen zu verwerfen. Da geht es erst einmal, was bin ich selber? Das sind Selbstgespräche. Und dann wirst du Erfahrungen machen, wenn du den Weg gehen solltest, weil du die Reife hast. Dass jetzt Nadja sagt zu mir, sie liest jetzt, die hat die Bücher, die Helene kennt, jeder würde das bestätigen, dass ich meine berühmten 100 Affen, wo ich sage, die wirklich sehr lang sich damit beschäftigen, und ich sage jetzt gleich, die mir uns jetzt ausdenken, haben das nicht mitbekommen. Ich muss diesen Kompromiss des Widerspruchs eingehen, sonst kann ich mit denen nicht kommunizieren. Es gilt, es wird nie ein Mensch, den du dir ausdenkst, das verstehen, du bist der Einzige, der es verstehen kann. Es ist der Computer, würde in dir jetzt das Nadia oder das Helene oder das Ariane-Programm laufen. Und da muss dir klar sein, ich behaupte jetzt einfach, dass die mit Sicherheit all diese Schriften, die du findest auf der Holofeeling-Seite, diese Hauptbücher, ich sage mal die ersten 30, 35 Bücher, dass die mindestens zweimal schon gelesen haben. Jedes einzelne. Und die Nadia sitzt jetzt, sie sagt, ich lese jetzt wieder, was liest du denn zur Zeit? Weckung. Den Weckruf, nur schwarz-weiß. Das geht dann weiter, dann kommt Liebesspiel Jahwes. Ja. Und so weiter, die werden dann farbig. Ich lese das, ich würde schwören, ich habe das nie gelesen, da steht was vollkommen anderes drin. Ich sage, nee, es ist immer dieselbe Schrift, denken wir jetzt, die wird natürlich, taucht immer wieder neu auf, es ist dieselbe Datei. Dein Wortverständnis hat sich dermaßen erweitert, dass du das, was du vorher gelesen hast, überhaupt noch mal mitkriegst, weil du plötzlich aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen in dir aufbaust. Das ist es. Das heißt, wenn du einen Zeitungsartikel jetzt liest, es taucht ja einfach nur einmal, ich sage, irgendein Papier auf deiner Farbbrille auf oder ein Monitor, wo Worte draufstehen. Das sind jetzt Worte in Form von Schriftzeichen. Jetzt wirst du mit Worten konfrontiert in Form von Geräuschen. Das sind ja auch Worte. Wir haben schon wieder zwei Darstellungen. Taucht ein Wort in Form eines Geräusches auf oder in Form von Schriftzeichen? Der Unterschied besteht darin, und ich mache jetzt eine Äußerung, die ich vor Ewigkeiten schon gesagt habe, wenn in dem Augenblick, wo ein Wort in Form eines Geräusches in dir auftaucht, egal in welcher Sprache oder aus welcher Sprache, welchen Sprachraum dieses Wort ist, wenn es gleich klingt, hat es miteinander zu tun. In der Form von Schriftzeichen kann das extrem unterschiedlich dargestellt werden. Das ist durch diese Lautwandlungen. Zum Beispiel das Laut, ich mache mal nur die doppelten, angeblich doppelten Zeichen, das T und das T, was wir im Fränkischen fast nicht haben, bei uns gibt es ja bloß immer das weiche D, der Martin. Oder das G und das K, ist ja auch nur G, ist ja nur härter gesprochen. Da kommt aber mit dem G, mit dem dritten Buchstaben, A, B, C, haben wir noch ein C, und du wirst feststellen, als C wird es auch als Z und als K ausgesprochen, das Zentrum. Heißt eigentlich Kendron, wird mit C geschrieben. Der Christus. Christus. Jetzt haben wir CH, CK. Ich kann auch ein Q reinmachen. Der Christ. Im Fremden sprechen wir es wie ein G aus. Das sehe ich dann erst, wenn ich die Schriftzeichen mitkriege. Eine unendliche Vielfalt, was eigentlich so wirklich so einfach zu lernen ist. Und die Möglichkeiten, die sich öffnen, dass du jetzt, wenn du was liest, zwanghaft die Maßsetzung deines Intellekts Vorstellungen aufbaust. Du denkst dir anhand von Worten ganz bestimmte Menschen aus. Das ist immer wieder, wenn ich sage, jetzt wenn ich Udo sage, was für ein Udo. Weißt du, wie viele Menschprogramme ich mir jetzt denken kann, die bei dem Wort Udo jedes Mal einen komplett anderen Trockennosen auf und denken? Mhm. Also da müssen unheimlich viele verschiedene, das kennt jetzt Namen, sind jetzt austauschbar, sage ich. Diese Vielfalt hat aber im Hintergrund eine alleinzige Einheit, das bist du. Einen einzigen Satz von mir, wenn du in der Tiefe, in der ganzen Konsequenz verstanden hast, hast du alles verstanden. Das gilt fast für jeden Satz. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Draußen ist nichts, und Figuren, die in einem Traum auftauchen, wenn das nicht mitkriegen, dass sie geträumt werden. Vom Säugling bis zum Greis, wer denkt sich das jetzt aus?
Du bist nicht einer dieser Körper innerhalb deines Lebens, sondern das Kino, in dem dieser Film läuft. Du musst nur aufhören, dich mit den Gedanken, den du dir ausdenkst, zu verwechseln. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, diese Information, die dann in dem Moment existiert, wenn du an dich denkst, jetzt, sind dich wahrnehmbar. Ist schon wieder weg mit dem nächsten Gedanken. Für dich ist natürlich hundertprozentig sicher, dass du der Körper bist und du versuchst, ihn am Leben zu halten. Du bist bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der an einen dummen Affen denkt, wenn du an dich denkst. Interessant, tausendfach darauf hingewiesen. Auf der einen Seite, wenn auf der Bröselebene jetzt in deinem Unbewusstsein das jemand zu dir sagt, bist du hochgradig beleidigt, obwohl dir der Doktor genau das sagt, was du im tiefsten Innern glaubst und genau diesen Affen möglichst lang versuchst, am Leben zu halten, weil du meinst, du bist dieser Affe. Und wenn der Affenkörper nicht mehr da ist, gibt es mich ja nicht mehr. Ist das schizophren oder ist das schizophren? Jetzt bringen wir doch einmal irgendeinen in deiner Welt, der nicht genau auf diesem Programm läuft. In deiner Traumwelt, die eigentlich nur aus ständig wechselnden Momenten im Hier und Jetzt besteht. Stimmt oder stimmt? Und es geht hier niemals bei Holofeeling um richtig und verkehrt, sondern wo kommt es her? Was hat der Känguru in Australien, die Neandertaler in der Steinzeit und der Alphatum gemeinsam? Dich. Wie oft sage ich das? Wieso mich? Weil du derjenige bist, der sich das alles ausdenkt aufgrund dieser Worte. Was würdest du dir jetzt ausdenken, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, sondern bloß Türkisch sprichst? Dann wären das nur Geräusche, es wäre nichts passiert. Jetzt springe ich wieder zu unserem Artikel zurück. Ich habe das so oft erklärt. Du liest jetzt was oder du hörst Worte und du hast keinen Einfluss drauf. Du bist ein träumender Geist. Du bist zur Zeit dazu verdammt, dir das anschauen zu müssen, was du dir mit deiner jetzigen geistlos nachgeäfften, fehlerhaften Logik selber aufgrund dieser Worte ausdrückst. Du bist dazu verdammt, dir das anschauen zu müssen, was du selber denkst. Du hättest aber die Freiheit, es anders zu denken. Die nutzt du aber nicht, weil du immer schön logisch bleibst. Ein Zug, der auf den Gleisen der Logik fährt, aber nicht die Macht hat, die Weichen selber zu stellen. Das macht deine Logik. Der aber genau genommen frei wäre, wie ein Vogel. Mhm. Und jetzt kommt es, es hat mit Glauben zu tun. Der Glaube, die Beschwörungskunst, das AUB, die Christustaube, der Zauber, Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Die Beschwörungskunst von toten Geistern. So viele tote Geister, die eigentlich lebendig werden wollen. Dazu musst du wach werden. Das ändert alles elementar. Solo-Feeling ist wie ein Computer. Der Sprung, ich sage immer für Computer, wenn du jetzt firm bist, ganz grob nur Wissen hast über Computertechnologie und Computerentwicklung, Betriebssysteme. Der Sprung von Basic zu Windows. Und wie weit sich das Ganze verändert, schauen wir uns jetzt ganz kurz nochmal an, um das neugierig zu machen. Das sind immer zwei Seiten. Egal, was ich jetzt mache, ich war je nach deinem Intellekt dein innerstes Interesse wecken können, weil dich das einfach interessiert. Und dann mache ich wieder andere Sachen, die interessieren andere intellektuelle Denksysteme. Was dich interessiert oder nicht interessiert, ist schlichtweg und einfach abhängig von einem Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Ich übertrage jetzt mal einen Bildschirm. Das ist Nummer 1 und ich zeige dir jetzt mal so Kleinigkeiten. Da haben wir unseren Download-Test, den lasse ich jetzt gleich. Machen wir den Lesezeichenmanager auf. Und zwar ist es ab hier. Das sind jetzt Sachen, die wären es wert. Das habe ich bei mir bei aktuell abgelegt. Ich rede jetzt dann ganz normal als Brösel. Die wären es alle wert, dass wir da jedes dieser Videos uns genauer anschauen.